Okay, Leute, wir sind wieder da und wir können uns bewegen und wir können kämpfen. Zwei Schleimer erscheinen. Ich musste tatsächlich den PC neu starten. Das Spiel allein hat nicht gereicht. So, Schwert. Okay. Dann einfach nur Angriff. Schleim. Töten wir den Schleim. Okay, wurde nicht getötet. Nein, wir haben drei Lebenspunkte verloren. Aber ich hoffe, wir können jetzt ganz normal weitermachen. Okay, zwei Angriffe und ein Schleim ist tot. Das ist in Ordnung. Wir können uns ja auch oft heilen. So, da müsst ihr jetzt sterben. Ja. Sechs Erfahrungen, 10 Filar und ein Tonic erhalten. So, mal sehen. Wir haben 10 Leben für uns. Halt 40. Ja, okay, das benutzen wir kurz vorm Tod. So, und offenbar hieß es, wir müssen durch Enter-Tasten durchsuchen. Und ich, das ist, hier ist nur eine kleine Insel. Ich würde gerne alles durchsuchen. Okay, und ich finde einen Kampf mit drei Schleim. Töten wir sie! Zwei und... Ausgewicht! Ha! Crit! Boah! Mit einem kritischen Treffer würde ich die garantiert auch mit einem Angriff töten. Oh, leider nicht kritisch. Ausgewichen, haha. Und gestorben. Ah, ausgewichen, haha. Und gestorben. 15 Filar. Und der nächste Kampf. Wieder drei Schleim. Okay. Einmal kann ich angreifen, dann werde ich wahrscheinlich ein Tonic nutzen müssen. Ha, ausgewichen. Einmal, glaube ich, geht noch. Ausgewichen und jetzt sollte ich wirklich ein Tonic nutzen. So, eine 30 HP Gehalt. So, liebe Schleims, jetzt töte ich euch. So, angreifen, angreifen und töten! Ich muss zugeben, ich habe diese RPG-Maker-Spiele vermisst. So, die von Malix und so weiter. Okay. Zwei Schleime. Also wir sammeln hier auch gut Erfahrung und offenbar ist das maximale Level hier ja auch 50. Von Mordern würde ich das schließen. Ich glaube, das schaffen wir. Ich glaube, 50 schaffen wir. So, dann. B zugefügt und getötet. 6 Erfahrungen bekommen, 10 Filar. Okay, dann hier. Ein Schleim erscheinen. Zwei Schleime erscheinen hier eigentlich. Zwei Schleime erscheinen. Wenn ich jetzt zweimal ausgewichen habe, ich gar nicht aufgepasst. Garantiert, wenn wir zurück nach Hause sind zu bei der Christine, dann haben wir das Mittagessen verpasst. Level 2! Jetzt sind wir Level 44. Ich meine, jetzt haben wir 44 Leben. Ich bin gespannt, was wir hier alles finden werden. Wieder zweimal Schleim. 13 Schaden, ja. Aber sie machen immer noch dieselben Schaden an mir. Aber ich mache mehr Schaden. So. Ich glaube, das halte ich jetzt noch aus, diesen einen Angriff, selbst wenn er kritisch treffen sollte. Zehn Filoho. Okay, und jetzt sollte ich mich vielleicht heilen. Na. Okay. Dann möchte ich, bevor ich jetzt da oben den Wald durchsuche, möchte ich da links noch das Eck durchsuchen. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Schönes. So. Erster Schleim ist besiegt. Und
zweite Schleim ist ebenfalls besiegt. Kampf gewonnen, 6 Erfahrung und 10 Fehler. Und ein Tonic. Zwei Tonics halten. Geil. So, jetzt hier weiter suchen. Okay. Dann hier jetzt. Ah, okay. Da ist die Höhle. Brah, ganz schön kühl hier. Alte Höhle. Ich will raus. Ich will erst das andere nochmal durchsuchen. Okay, es gibt nur hier was. Mal sehen. Was finden wir hier? Schönes. Was war das gerade? Keine Ahnung. Plötzlich hatte ich ein... Ah, hier gibt es auch Monster. Und zwar Fledermäuse. Bin ich ja mal gespannt. Boah, die machen mehr Schaden. Dann ist es gut, dass wir schon Level 2 sind. Haha. Kritisch! Okay, vielleicht werde ich sogar einen Tonic in diesem Kampf benutzen müssen. Einen Angriff schaffe ich noch. Okay, aber auch hier reichen zwei normale Angriffe, um die zu töten. So, wenn der jetzt kritisch trifft, bin ich vermutlich tot. Das Risiko möchte ich nicht eingehen. Aber er hätte nicht kritisch getroffen. Okay. Und spätestens jetzt hätte ich dann das... die Heilung nehmen müssen sollen. Egal. 15 Erfahrung, du hast 30 Filar und ein Tonic. 30 Filar, geil. Okay. Ich frage mich, soll ich hier überall nachsehen? Allerdings, es geht weder nach links und nach rechts auch nicht. Ich glaube, hier sind keine Geheimgänge. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass ich überall durchsuchen möchte. Oder soll ich überall durchsuchen? Boah, kritisch. 20 Füller und ein Tonic. Ja, okay, also hier brauche ich schon mal nicht durchsuchen. Ich glaube, hier in der Höhle ist wirklich nichts versteckt. Zwei Schleim und eine Fledermaus. Ich glaube, ich töte erstmal die Fledermaus. Für beide brauche ich ein... Getötet! Für beide Gegnerarten brauche ich jeweils zwei normale Angriffe. Und die Fledermaus macht aber mehr Schaden. Deshalb ist es klüger, erst die Fledermaus zu töten. Ausgewichen! Zweimal kritisch getroffen in einem Kampf! Geil! F-Erfahrung, 20 Fehler und ein Tonic. Oh. Zwei Fledermäuse. So, wir in dieser Höhle erreichen wir bestimmt noch Level 3. Nein, nicht ausweichen. So. Okay, ich glaube, ich kann es mir leisten. Verdammt, der lebt noch. Wenn der jetzt kritisch trifft, bin ich tot. Oh, gut so. So, Tonic, 11 Stück haben wir davon. Und diesmal haben wir es auch vollkommen ausgenutzt. Das finde ich super. Also der hat bestimmt noch ein oder zwei Lebenspunkte gehabt, die Fledermaus gerade. Okay. Fledermaus getötet. 20 Flar, ein Tonic und Level 3 erreicht. Schwarzer Schlag gelernt. Was macht das? Fähigkeit. Schwarzer Schlag. Ein gezielter Schlag auf die Augen aller Gegner. Oh toll, das ist gut für mehrere. Hey, da liegen ja zwei Tonic. Ja, zwei Tonic, geil. So, was haben wir hier? Vor 12 Jahren war das alles hier noch unbewachsen. Zwei Schleim und eine Fledermaus. Ich glaube, ich möchte gleich meinen schwarzen Schlag machen. Schleim ist blind, geil. Greift an. Ha! Jetzt mal die Fledermaus töten. Obwohl, die Schleim hätte ich jetzt vielleicht sogar mit einem Schlag angreifen können. Ja, töten können, meine ich. Muss ich dann mal nachsehen. So, ich glaube, das ist der linke. Tatsache, also wenn ich das mache, dann ist es besser, wenn ich erstmal die Schleime angreife. Es sei denn, beide sind blind. Erfahrung, 20 Fehler. Oh,
komm, ich bin nur einen Block weit gegangen. Schwarzer Schlag! Oh, hat keinem was gebracht. Mist. Ah, dennoch zweimal ausgewichen und jetzt habe ich keine Magiepunkte mehr. Na toll. Das war's also mit Schwarzer Schlag. Oh, ich brauche dringend einen Tonic. So, wir haben jetzt auch 50 HP, das finde ich super. Das heißt, wir können uns jetzt jedes Mal ab 10 HP, wenn wir nur noch haben, können wir uns heilen. So, kann es sein, dass der zweite da blind ist, obwohl habe ich das überlesen? Denn das ist jetzt schon das dritte Mal. Ah, nein, nein, nein. Aber egal. Töten wir halt den da. So, oh nein, jetzt war ich die Fledermaus aus. So, aber Todesschlag. Okay, wir haben 15 Erfahrung bekommen, 30 Fehler und ein Tonic. Jetzt bin ich hier zwei Felder gegangen. Und zwei Fledermäuse erscheinen. So, ich habe eh keine Magiepunkte mehr. Also, wieder normal angreifen. Das finde ich schade. Dass wir keine Magiepunkte mehr haben. Dass wir nur 10 Magiepunkte haben, das ist echt schade. Okay, einmal kann ich noch angreifen. Eigentlich hätte ich die Tonic benutzen können. So. Ja, getötet. Das wollte ich jetzt wissen. 20 Filler erhalten. So, aber ich glaube, ich sollte einen Tonic nutzen. Wir haben eh 12 Stück noch. Okay, dann sehen wir mal hier bei den Skeletten ein bisschen nach. Zwei Fledermäuse. Wir haben auch ein Gegengift, aber bisher wurden wir noch nicht vergiftet. Ich glaube, auch weder Schleim noch Fledermaus können vergiften. Aber das ist gut, wenn wir es haben. Und besiegt. 10 Erfahrung, 20 Fehler und ein Tonic. Hey, ein brauchbares Holzschwert. Du findest ein Holzschwert. Okay. Ja, geil, 3 Punkte mehr Schaden. Ein einfaches Holzschwert. Das ist ein ganz einfaches ein Holzmesser. Du findest nichts. Okay, cool. Das ist echt geil. Wir haben jetzt schon ein Holzschwert gefunden. Mal sehen, vielleicht können wir sie jetzt mit einem Angriff. Nein. Die Schleime bestimmt. Aber Fledermäuse leider nicht. Du sollst nicht ausweichen. Ja, du schon. Das war gut. Komm, Alex, weich aus. Ja, perfekt. Und nochmal. Ja, hört auf mich. Komm, die töten wir jetzt nochmal. Ach Mist, habe ich jetzt einmal angegriffen. Ja, komm, egal. Nochmal töten. Nein, 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 nein. Boah, zum Glück kein Griff. Okay, jetzt, falls er jetzt nochmal ausweicht, bin ich so, dass ich heil mich jetzt. Aber jetzt getötet. Puh, das war knapp. Rassifilla und ein Tonic. Okay, da ist nichts. Da auch nichts. Vielleicht hier? Nein. Ich will das Skelett anschauen und nicht dort auf dem Skelett kämpfen. Dreimal 13, 9 Schadenspunkte. So, aber das macht jetzt mit der Fledermaus Nummer 1. Töten wir Fledermaus Nummer 2. Ich würde gerne kritisch treffen. So, aber der letzte jetzt kritisch. Komm schon. Nein, schade. Level 4 wäre mal geil. Na, Alex, Level 4, 15 Erfahrungspunkte, 30 Fehler. Hey, bei diesem Skelett liegt ein zerbrochenes Schwert. Auf dem Griff steht Mordern. Sehr seltsam.
So, wie viel? Ich brauche noch 18 Erfahrungspunkte. Hey, eine Truhe! Ich frage mich, wie die wohl hier hängen gelangt ist. Und warum hat die noch niemand geöffnet? Sind denn alle aus meinem Dorf so feige, dass sie noch nie diese Höhle erkundet haben? Nicht ein einziger Abenteuer auf dieser Insel? Was ist, wenn ich weggehe? Werde ich alleine sein? Bin ich überhaupt weg von dieser Insel? Und wenn ja, wie komme ich von hier weg? Seit wir gestrandet sind, wollte wohl niemand bisher von dieser Insel weg. Doch bei mir ist es anders. Ich möchte nicht mein ganzes Leben hier verbringen. Bin ich der Einzige, der so denkt? Was wird das, Christine? Mann, mal die Musik kenne ich. Was für welche Musik ist das? Oh. Die kenne ich, das ist irgendein Super Nintendo-Spiel. Naja, ist wohl der falsche Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Ich mache jetzt die Truhe auf und schau mir mal den Inhalt an. Hä, verschlossen. Warte, 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 das kenne ich, das komme ich. Donkey Kong Country! Teil 2, glaube ich. Diddy's Conquest. Verschlossen. Aber vielleicht kann ich das Schloss mit dem Schwertgriff, der hier liegt, aufbrechen. Ach, das war ein schönes Spiel. Look! Alex öffnet langsam die Truhe. Wer befreit mich aus meinem Gefängnis? Das sind zwei S. Ich hab nichts gemacht. Du eliger Mensch! Als Dank werde ich dein Dorf ausrotten. Die Menschen dort werden alle grausam sterben. Bist du jetzt stolz auf dich? Hey, nein, warte mal! Lass uns darüber reden. Ich wollte dein Tor nicht öffnen. Naja, jedenfalls wollte ich nichts stehlen. Naja, immerhin habe ich dich befreit. Du solltest mir deine Dankbarkeit auf etwas humanere Weise zeigen. Nun, Durham, ich will dich und dein Dorf verschonen. Aber der Rest der Welt wird bald mir gehören. Was war das? Ich muss schnell ins Dorf zurück. Oh, vielleicht sollte ich vorher speichern. Okay. Und ich glaube, soll ich zweiten Spiel starten? Ich glaube, ich lasse es doch. Ich hoffe mal, dass es nicht so sein wird, dass uns der Spielstand kaputt geht. Sagen die jetzt was Neues? Kann es sein, dass ich vergiftet bin oder was? Ah, da steht nichts. Da steht normal da. Naja, wir merken uns das mal zwölf. Hey, hast du irgendetwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen? Nein, tut mir leid, Alex. Aber hier ist alles wie immer. Keine besonderen Vorkommnisse, wenn du das meinst. Na schön. Werde mich trotzdem gründlicher umschauen. Tu das, hier hindert dich bestimmt keiner. Sag mal, hast du irgendwas Ungewöhnliches gesehen? Nö, eigentlich nicht. Aber ich habe gerade auch ein Nickerchen gemacht. Besser, du fragst mal die anderen. Okay, mache ich. Trotzdem danke. Klar, kein Problem. Hey Alex, hinter der Wand ist ein Monster. Geh bitte mal schnell hin. Du bist der Einzige, der fähig genug ist, das Monster zu töten. Danke, ich werde mich sofort darum kümmern. Nö, vorher will ich noch mit den anderen reden. Hast du von dem Ritter gehört, der nie sein Zimmer aufgeräumt hat? Ich glaube, sein Name war... Was ist Mattis? Sehr seltsam, findest du nicht? Was ist los? Du siehst so blass aus. Naja, ich habe gerade auch was sehr Seltsames erlebt. Du hast nicht zufällig irgendetwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört? Nein, leider nicht. Aber ich hoffe, du bist bald wieder okay. Klar, dann mach dir mal keine Sorgen. Trotzdem danke. Ein Dämon? Nein, ich habe nichts gesehen oder gehört. Tut mir leid. Okay, danke trotzdem.
So, erst Christine oder erst Ilm? Erst Ilm, wir lassen Christine warten. Wir haben immer noch 12 Lebenspunkte. Wieso kommt immer diese schwarze Frame da? Keine Ahnung. Hm? Nee, hier ist kein Monster. Ach, hier ist es so schön friedlich. Kein Monster hier? Nö, siehst du doch. Und du lass mich bitte weiter trinken. Wie, Monster? Da hat dich wohl einer reingelegt. Hier ist keins, wie du sehen kannst. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Den Kerl werde ich mir nochmal verknöpfen. Hallo Alex, ein Monster? Nö, hier ist ganz sicher keins. Mit 10 Füller willst du übernachten? Nö, aber speichern. Okay, die schlafen immer noch. Sag das Gleiche. Kann ich eigentlich... Betten habe ich nicht durchsucht, oder? Die sollte ich vielleicht auch durchsuchen. Leider nichts. Okay. Hey, warum hast du mich angelogen? Na gut, du hast recht. In der Taverne ist gar kein Monster. In Wahrheit bin ich das Monster. Hast du wirklich geglaubt, dass dich in der Dorf verschone? Dafür das ich. Du bist so dumm. Jetzt langt's, ich mach dich fertig. Hier und jetzt. Wie niedlich. Na dann, komm und stirb.